Okay, wir schicken die nächsten Schiffe raus. Wir brauchen, wie gesagt, sehr, sehr viel. Wir können manche Sachen aber auch nicht bauen. Hier zum Beispiel, das können wir nicht bauen, weil das außerhalb der Konstruktionsschiff Treibstoffreichweite ist. Das heißt, hier auf Axom 1 können die gar nicht, selbst wenn sie wollten, kommen sie hier nicht hin, ja, weil das hier, Axom liegt für das Bauschiff außerhalb der Reichweite. Und das ist natürlich ein saublödes, ist natürlich super dämlich, ne? Wir haben ein Bauschiff, das da nicht hinkommen kann. Das heißt, auch da, der neue Reaktor wird bitter nötig sein. Momentan noch 1,8 Jahre bauen wir hier unsere Verteidigungsgeschichte. Das ist auch genau der nächste Punkt, mit dem ich, da müssen wir auch mal drüber reden. Ich würde sagen, spätestens ab dieser Geschichte, die hier unten gerade läuft, spätestens nach den Protonen, ja, beziehungsweise eigentlich nach den Deflektor-Geschichten, sollten wir eine eigene Truppe bauen. So eine erste eigene Flotte. Erst dann lohnt sich das, glaube ich, auch so wirklich. Wie wäre es, einen Explorer und einen Constructor bei der Ghost Fleet Base zu bauen? Das wäre auch mit Sicherheit eine Idee. Wobei wir jetzt hoffentlich nicht mehr so lange hinhaben. Wir gucken mal, wir haben ja auch ein bisschen Tech geklaut hier bei der nuklearen, also beim verbesserten Reaktor. Also ich glaube gar nicht, dass wir so elementar lange brauchen, um hier weiterzukommen. Sondern wir brauchen eher eigene Schiffe, die wir, die, oder generell müssen unsere Schiffe sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel weiterkommen, als sie es jetzt aktuell tun. Das wäre günstig für uns. So, die zwei machen wir auch nochmal, dann haben wir die Ressourcen auch safe. Und hier haben wir auch nochmal ganz, ganz heftige Werte drin gehabt. Also das ist jetzt auch erstmal noch ein Bauauftrag, der darf erstmal auch laufen. Wie schaut es hier oben mit der Mine eigentlich aus? Die wird gerade gebaut, die ist noch nicht ready, aber fast. Das wird halt, das ist natürlich Gold wert, ne? Also diese Geschichte hier ist absolut Gold wert. Guck mal, in welcher Geschwindigkeit der Silizium hier abbaut. Jan Gemmer, wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Ah, alles gut bei dir? So, und das Ding ist halt jetzt, im Prinzip ist es, läuft das jetzt von alleine gerade mit dem Silizium. Wir haben einen Engpass, klar, also der lässt sich nicht leugnen. Wir hatten den aber jetzt bislang. Und das dauert natürlich jetzt auch eine ganze Weile, bis das hier von den minus 0, irgendwas, was wir jetzt eine Zeit lang hatten, bis jetzt erstmal alle Vorräte überall wieder aufgefüllt werden. Das heißt, jetzt kommt demnächst mit Sicherheit ein Frachter hier rangeworbt und holt sich da einen ganzen ordentlichen Anteil ab. Und dann geht das so weiter. So. Wir haben aber, wie gesagt, eben, weil wir auch in der. Da ist er schon. Weil wir auch eben diese Forschung erstmal rausbekommen müssen. Wir haben zwar Haufen Geld, aber wir haben eine schlechte Bilanz. Und das ist natürlich viel, viel blöder, weil wir damit natürlich auch unsere eigenen Schiffe nicht richtig organisieren können. Und wir brauchen halt unbedingt dieses Koloniewachstum und vor allem auch diese Extrapunkte auf die Forschung. So, nächste Mission ist complete. Wir haben Basic Recreation, also Erholungssysteme, haben wir geklaut bei unseren kleinen Insektenfreunden, Boscaras. Ja, die Boscaras, ne? Also das sind, da werden wir nicht ewig Geld für die bezahlen. Die können sich gerne in unser zwergonisches Imperium integrieren. Wir sind auf gutem Wege dahin, das möglich zu machen. Wir bauen ja, wie gesagt, eben auch Verteidigungswaffen mittlerweile. Hier sieht man die Frachter voll mit Silizium, wie sie in den Warp reinfliegen. Hier auch wieder 850, zack, warpen zurück nach Hause. Was hat der geklaut? Ja, frühe Ionenwaffen hat der geklaut, okay. Ja, das sind besten Diebe überhaupt. Guck mal, der hat auch ordentlich schon Forschung. Das ist jetzt noch 315 Tage zum Forschen fehlt hier noch. Da haben wir schon damals auch mit den Ionenwaffen schon wieder ein ganz geschicktes Mehr gekriegt, ne? Also das hilft schon. So, okay. Wir können natürlich dann, wenn die Stable Warp Fields, also die stabilen Warpfelder, geforscht werden, können wir dann auch noch sogar mit ein bisschen von unserem Kapital noch reingehen, ne? Ist richtig spannend, das zu beobachten. Ja, Gamer, also ich finde das tatsächlich auch, es macht auch wahnsinnig Spaß zu sehen, wie so das, wie so, wie du, mein, wir kämpfen. Am Anfang haben wir jetzt wirklich so ein bisschen rumgekämpft, ja, bis wir unseren eigenen Punkt hier hatten. Aber guck mal, was jetzt hier an Zivilschiffen hier unterwegs ist. Schaut euch das mal an, was hier an Zivilschiffen durch das Sonnensystem pflügt. Also das ist ja jetzt vor kurzem erst gewesen. So,
Rarup, meine Lieben, ist unser Nachbarmond. Dort können wir jetzt eben eine Forschungsstation bauen. Das wurde jetzt auch gerade vorgeschlagen von Skaki. Und das werden wir auch tun. Hier kommt die erste zwergonische Forschungsstation für die 9% industrielle Forschung hinzu. Und da können wir natürlich dann auch einen unserer Wissenschaftler dann einsetzen. Wohin wir ja durchaus ein paar haben. Also wir haben hier wirklich ein paar Leute. Wie schaut es mit unseren Truppen aus? Die sind mittlerweile ausgehoben. 39. Strike Trooper Brigade, ja. 5000 mutige Zwerge, Zwerginen und Zwerge sind hier unterwegs und verteidigen unsere Heimat. Okay. Neuer Spion ist wieder da. Auf Exul 5 wurden Sachen entdeckt. Majestic Obsession Building hier. Ach, hier wird schon eine Mining Station gebaut, okay, für das Zeug, was hier... Okay, alles klar, das ist okay. Okay. Das ist der Name des Schiffs, ja, habe ich dann auch gerade noch wahrgenommen. Ah, schön. Schön! Im Exul-System ist ordentlich was los, ne? Es ist ordentlich was los. Oh, hier ist einer anderer Attack. Moment. Oh, der kriegt's aber wieder richtig... Oh, schon wieder bei der Ghost Fleet. Base hier. Der kriegt's richtig. Schau mal. Flieg! Okay. Der nächste kommt. Der ist weg. Okay, ist weggesprungen. Er hat's geschafft. Hallo, Andrea. Willkommen zurück. Okay, hier wird gefeuert. Hier, guck mal. Das ist schon fast Atlantis-mäßig, was hier abgeht. Boah, das haut aber, das knüppelt aber auch auf die Schilde drauf, was wir da abschießen. Schilde sind weg, Panzerung weg, jetzt geh auf die Hülle, geh rein. Boah, der hat es auch richtig abbekommen. Ne, der ist zurückgekommen, glaube ich. So, er hier. Reaktor ist offline, der fliegt nirgendwo hin. Junge! Boah, das Hyperdrive auch offline, da ist nichts mehr drin. Nix Energie, Freunde. Der fliegt gleich aber ganz steil in die Luft. Was macht die Dusty Lady da? Cargo Shuttle. Sag jetzt nicht, dass der entert er die jetzt? Nee, oder? Wollte gerade sagen. Lomiko, auch die willkommen zurück. Herzlich willkommen mitten im Gefecht gerade. Und jetzt? Okay, das war's. Der macht gleich Bumm. So, hier haben wir ein bisschen Schund. Super Capacitor, okay. Das können wir natürlich jetzt dann auch, können wir natürlich auch bergen, glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Die Ghost Fleet Base, die haben alle nichts zu tun gerade. Warte mal, war das bei der Forschung? Abandoned Ships. Ich weiß nicht mehr genau, wo das ging. Na hier, guck mal, die holen das tatsächlich. Ja, guck mal, die klauen das Zeug. Wie die Heuschrecken. Schau mal, oh, da gibt's Loot. Da gibt's Loot, hol das, schnell. Was, okay. The Axom Systems have made the following discovery. We found a valuable treasure. 3400 Credits. Ja, nice. Location. Oh, hier kommt was. Kommt wieder so einer von denen. Der kriegt aber auch sofort gleich... Guck mal, der verteidigt sich. Der hat zwar Point Defense gehabt. Unsere Schiffe machen sich gerade dünn. Oh, der feuert aber mit den gleichen Waffen, die wir auch haben. Jetzt versucht er abzuhauen. Ja, jetzt ist er weg. Ja, wenn das so weitergeht, haben wir ihn irgendwann auch erwischt. Okay, wir haben Traktorstrahlen haben wir wieder geklaut von unseren neuen Alliierten. Ah, gutes Loot. Ja, da ging's zu wie im WoW-Raid gerade. Ey, Loot, alle ran! Ah, herrlich. Schön. So, hier wird auch ordentlich gemacht. Guck mal. Also es läuft doch. Schau mal, was hier an Betrieb jetzt auch ist. Und deswegen war meine Aussage am Anfang, nicht so viele Imperien auf die Karte zu zimmern. Weil wenn das alles bei uns ist, was ist dann bei den anderen? Ja? Was ist dann bei den anderen?
haben wieder was geklaut. Basic Space Commerce, okay. Weltraumhandel oder Weltraumkommerzialisierung oder sowas. So wie es bei denen, die sind mittlerweile, also die sind mit uns nicht mehr so neutral, stehen sie jetzt. Und es steigt weiterhin pro Jahr um 2 Punkte an. Also das hier, das heißt, wir bleiben bei -6 hängen, so wie ich das sehe. Weil wir mit denen halt kein, wir haben kein Verständnis füreinander, weil wir einfach auch miteinander keine Kommunikation haben. Die Kommunikation müssten wir jetzt mit denen, glaube ich, auch erstmal lernen. Genau, hier. Das heißt, wir müssten mit denen jetzt erstmal, wir müssten erstmal 12 Jahre investieren, um überhaupt mit denen eine Verbindung aufzubauen, dass wir mit denen in Kontakt treten können. Das ist, das macht das Spiel unheimlich interessant. Du kannst zwar, wir könnten eine Invasionsflotte dorthin schicken, aber ob uns das was bringt, man weiß es nicht. So, unsere Missile ist fertig. Jetzt haben wir die Exploration Scanner. Dann können wir unsere Forschungsschiffe besser ausstatten. Ja, aber wir kommen der Sache schon ganz gut hin. Das Wichtige ist, wir müssen den Punkt erwischen, wo wir sehr schnell sehr viel auch machen können, aber das Ganze auch verteidigen können. Und deswegen ist es am Anfang nicht so clever, sich super schnell auszubreiten, sondern so den Punkt zu erwischen, wo sich das Ausbreiten auch technisch rentiert und vor allem, wo du mit deinen Flotten das auch verteidigen kannst. Das ist wichtig. Das Verteidigen ist extrem wichtig. Lauren, das Eskorten-Designen, das ist so eine Sache. Also technisch gesehen hast du natürlich recht, das wäre jetzt durchaus an der Zeit, da mal so ein bisschen reinzugucken. Aber, also es macht natürlich Sinn, erstmal die nächsten Forschungen abzuwarten. So, jetzt sind alle noch mega happy. Jetzt sind sie nicht mehr happy. Wir bleiben auf dem Level, wo die noch richtig happy sind. Und jetzt sind wir nämlich nicht mehr ganz so im Minus. Der Vorteil daran liegt natürlich einfach, dass wir deutlich mehr Kapazität für alles haben. So. Okay. Wir können nämlich jetzt den Unterhalt unserer Schiffe halt einfach, die Ship-Maintenance, können wir halt viel, viel besser aufrechterhalten jetzt. Geht die Forschung schneller, wenn du mehr Bevölkerung hast? Da kommt es eher auf die Forschungspunkte selber an. Wir haben ja jetzt gerade eine Research Station gebaut hier, aber die wird noch gerade hochgezogen. Die ist gerade im Bau. Guck mal, under construction, 81%. Dann können wir jemanden hinschicken, der vielleicht dort Skill hat. Haben wir denn überhaupt jemanden, der dort vielleicht auch Skill hat? Also wir haben hier einen Zwergi, der hat ordentlich Sachen. Dann haben wir hier jemanden, das ist ein Admiral, ein General. Hier ist ein Forscher. Hyperdrive Research, Armor Research, Weapon Research. Okay, wer ist er hier? Auch Construction, All Research plus 3%. Ich würde sagen, er bringt hier 9 Industrial Research mit. Wenn wir das mit dem hier kombinieren, wäre das eigentlich vielleicht gar nicht schlecht. Wir schicken ihn dahin. Der wird jetzt zu der Station rübergebracht und wird dann auf dieser Station seinen Dienst tun. Und für das Zwergonische Imperium selbstverständlich mühsam forschen. So, und der hat natürlich, wie gesagt, das, genau, Researching. Er ist jetzt angekommen, er sitzt jetzt hier und forscht hier. Okay, und dann nehmen wir hoffentlich diese 9% Industrial Research auch noch mit. Sehr gut. Forschung, super wichtig, ganz, ganz wichtig. Und jetzt sehen wir auch hier, Armor Research plus 6%, aber der macht generell, der Spaceport macht auch 14 Forschungspunkte, aber der hier macht 26 Forschungspunkte. Und das ist mal eine ganz andere Geschichte einfach auch, weil wir jetzt nur noch 3,38 Jahre für das Ding hier brauchen. Für das hier zum Beispiel nur noch 300 Tage, 5 Jahre für das, 3,54 Jahre und so weiter. Das geht immer weiter jetzt, so je weiter wir vorankommen. Hier ist eine Ghost Fleet Base, ist wieder under attack. Haben die sich organisiert mittlerweile? Nee, die kommen wieder einzeln. Ja, er hier. Aber er kriegt schon heftig, er kriegt schon gut. Na, guck mal, die Armor geht runter. Der wird gleich sich verdünnisieren, spätestens bei, wenn die Armor der Hälfte weg ist. Unsere Basis hat noch volle Schilde, da geht gar nichts.
Oh, der einen hat er abgelenkt, ne? Jetzt kommt er zurück. Ah, doch nicht. Jetzt er weg. Wir haben ihn erwischt. Wir haben ihn erwischt. Irgendwas ist kaputt gegangen. Speed 0. Ich glaube, wir haben einen Antrieb getroffen oder sowas. Ja, haut rein, Leute. Haut rein. Feuer frei. Ja, der will nämlich weg. Der will weg. Hyperdrive offline. Yes. Schieß, bevor die das wieder hinkriegen. Boah, Leute, 7%. Der brennt schon aus all. Da glüht ja schon die ganze Hülle. Ja, alles klar. Okay. Hier fliegt auch noch ein Reaktor-Core durch die Gegend. Sehr wertvoll. Mal gucken, ob uns das vielleicht auch ein bisschen voranbringt. Mal schauen. Da kommen schon die Frachter und schicken Drohnen aus. Hoffentlich. Ja, die haben das so geholt. So, was haben wir hier? Basic Medical Systems, auch wichtig. Nee, wir wollen mit den Bloody Suns wollen wir nichts zu tun haben, meine Lieben. 7 Jahre ist heftig. Ja, das wird schon. Habt doch mal Vertrauen, Chat. Vertrauen. Coordinated Docking haben wir hier auch noch. Docking Bay V2, das ist für die Station wichtig. Planetary Governance ist auch noch wichtig. Also eine planetare Regierung ist super wichtig, weil das nämlich die Korruption senkt. Und Korruption haben wir auch tatsächlich schon sehr viel auf unserem Heimatstern. Das legen wir hier mit rein. Okay. Goldener Wolf hat vor 7 Jahren einen Monat gefolgt und sieht schon 21 Stunden zu. Goldener Wolf ist auch schon ewig dabei, ne? Wahnsinn. Unglaublich. 7 Jahre. Steel Research Information and Storage Systems. Okay, wir haben bei den Bloodies was geklaut. Storage Systems. Das ist natürlich sau wichtig, ne? Wenn wir bei denen jetzt auch noch Tech klauen, dann ist das natürlich auch extrem angenehm. Construction, oder? Nee. Da oben waren die Storage Systems. Aber das Storage Systems ist natürlich super geil, weil da sind wir jetzt nämlich auch fast fertig dann auch, ne? Also wir forschen jetzt, wir brauchen gar nicht mehr so viel selber forschen. Wir machen das quasi mit unseren Spionen. Sehr gut. So. Gut, hier ist auch, wie gesagt, im Heimatsystem ist halt auch sehr, sehr viel los. Ihr seht schon, also da geht immer irgendwas. Da sind wir schon gut dabei. Hier haben wir zum Beispiel auch noch Kasselon in Exul 8. Das holen wir uns auf jeden Fall auch. Je mehr Kasselon wir haben, desto besser ist das. Wo ist das hier? Auch hier oben. Können wir auch nochmal eine Mine bauen. Immer Stück für Stück, nur nicht so viel auf einmal, immer Stück für Stück, damit unsere Bauschiffe auch die Zeit haben. Was wir aber auf jeden Fall noch machen werden, ist nochmal ein Exploration-Schiff und ein Construction-Schiff in Auftrag geben, damit die generell ein bisschen besser zurechtkommen. Ja, unsere Finanzen, Drunken-Doggy, sind auf einem guten Weg. Also wir machen jetzt zwar wieder ein bisschen mehr Minus, aber generell schaut das gar nicht so schlimm aus. Wir werden, das waren jetzt im Übrigen die letzten Schiffe, die wir in Auftrag geben. Den Rest warten wir, bis die neuen Storage-Systeme da sind, beziehungsweise die Energiepulswaffen oder die Energiedeflektoren. Muss man mal gucken. Vielleicht sogar braucht bis zu dem Protonenantrieb. Muss man mal gucken. Weil dann macht Sinn, alle Schiffe mal noch zu refitten, dass wir da mal neue Systeme reinbekommen. Das würde schon in vielerlei Hinsicht immer wieder Sinn ergeben. Hey TM, wunderschönen guten Abend. Hi. Na, ist gut bei dir. Ja, schau mal, das wird schon besser.
Zwerge und Prime wurden wieder neue Sachen gefunden. Higher levels to reveal this. Okay, wir können es noch nicht erforschen. Wir haben zwar entdeckt, dass da was ist, aber wir haben einfach noch keine Chance, das zu erforschen. Das könnten wir vielleicht mit den Exploration-Scanner machen, aber so schnell werden wir auf jeden Fall unsere Schiffe noch nicht upgraden. Das machen wir Stück für Stück. Würde ich vorschlagen, wenn sich das lohnt. Was ist hier? Light Trader. Der kommt hier. Independent. Das ist ein unabhängiger Händler. Gut, unser neues Schiff, unser neues Exploration-Schiff wurde entdeckt oder wurde gebaut. Hier kommt noch ein Navigator. Ja, ihr seht schon, hier stehen noch viele Schiffe, die auch keine Mission haben. Also auch die sind noch frei. Die sind zwar gebaut, aber sind quasi noch arbeitslos hier im Weltraum unterwegs. Und da müssen wir natürlich auch reingehen in das Ganze. Also wir brauchen definitiv, müssen wir natürlich auch unsere Privatwirtschaft so stärken, dass die nicht die ganze Zeit die Schiffe leer rumstehen haben. Weil sonst geben die keine mehr bei uns in Auftrag und damit verdienen wir halt auch nichts daran. Und das sollten wir halt natürlich tunlichst vermeiden, dass wir hier am Shipbuilding nicht so viel verdienen. Weil die verdienen nämlich insgesamt auch, also unsere Privatwirtschaft ist zum Beispiel im Plus. Das ist gut. Die zahlen hier Trade-Bonusse, die zahlen Fuel-Sales an uns und vor allem, also wir verkaufen den Treibstoff, damit die ihre Schiffe betanken können. Und die die Bautätigkeit der Schiffe, die zahlen sie an uns auch. Also wir verdienen daran kräftig, dass die Privatwirtschaft hier massenhaft neue Frachter baut. Und genau so sollten wir das natürlich auch behandeln, dass das wichtig ist. So, weiter. Was haben wir hier noch? Axum 3, da will ich jetzt gerade noch nicht hin. Hier, Axum 5 ist Kaslon, kommen wir auch nicht hin. Das heißt, wir sind hier noch ein bisschen in unserem System. In gewisser Weise sind wir noch eingesperrt im System. Wir haben 3 Bauschiffe, die sind auch hier überall schon beschäftigt. Das ist okay. Das Spiel erinnert mich etwas an Star Trek Armada 2. Ja gut, aber es ist halt in einem ganz anderen Scale, ne? Also es ist halt in einer ganz anderen Größe auch hier. So, wir haben jetzt hier Mining Stations, hier haben wir unsere Schiffe, 26 Schiffe der Privatwirtschaft ist hier, ein Medium-Frachter ist hier auch. Ah ja, guck mal, den haben wir irgendwo geholt oder irgendwo bekommen, das ist ein Medium-Frachter, der hier einfach mit rumfliegt. Schön! Ja, na gut. Warten die gerade? Nee, die haben kein Cargo, die warten nicht einfach nur so hier rum. Wir haben ja 2 Docking-Ports. Basic Target Tracking haben wir gelernt. Das wäre natürlich für unsere Kampfschiffe dann auch eine sehr wichtige Technik. Bessere, schnellere Zielaufschaltung auch können. Der hat keine Mission. Der kann wahrscheinlich auch einfach keine Mission hier annehmen. Dafür wird dann hier die Stable Warp-Dinger wichtig. Und die werden wir natürlich, die werden wir halt hart pushen, ne? Das, wenn das in Forschung geht, 5,6 Jahre warten wir nicht ab, bis das fertig ist. Sondern da gehen wir dann richtig mit Geld rein. Da geben wir dann auch ordentlich Schotter aus, damit das schneller geht. Dann finanzieren wir das ein bisschen. Hauptsache schneller. Was haben wir hier? Enhanced Maneuvering haben wir beim Bloodies geklaut. Okay. Sehr gut, sehr gut. Hier ist auch irgendwas, hier blitzt hier immer auf, ne? Guck mal hier. Fliegen wir besser nicht durch, hä? Nochmal unbekannte Sachen bei Zwergon entdeckt. Ja, das ist halt, wie gesagt, da kommen wir halt noch nicht rein, ne? Wir könnten natürlich jetzt schon überlegen, ob wir die Forschungsschiffe mit den besseren Scannern ausstatten. Das wäre schon eine Idee. Pyro, ja, aber die können wir noch nicht. Also wir haben die Forschung einfach noch nicht. Für die, wir brauchen bessere Hüllen erstmal, um die überhaupt bauen zu können. Also Expanded Civilian Ships, also die erweiterten Zivilschiffe, die werden wir sowieso brauchen, weil wir auch die kleinen Kolonieschiffe demnächst mal irgendwann angehen wollen und zumindest die technische Möglichkeit haben, ein Kolonieschiff zu bauen. Weil sonst bringt uns die beste Diplomatie nichts, wenn wir da keine Menschen hinbringen können. Und wir sollten das demnächst auch durchaus mal angehen. Einfach nur, weil wir 22% Korruption haben und, ja, die Population, es werden dann immer mehr Leute, ne, und, die Geschichte mit der Korruption steigt halt immer weiter an. So, wir haben Traktorbeams erforscht, weil wir gerade wahrscheinlich den letzten Meter dafür geklaut haben. Das heißt, wir können jetzt Traktorstrahlen bauen. Sehr gut, freue ich mich.
So, hier wird vom Spaceport nach Exul 9 wird irgendwas transportiert. Da bin ich mal gespannt, was der lädt. Was bringt der dorthin zu der Mining Station? Was lädt der jetzt hier ein? Kaslon? Ja, okay, warum nicht? Füllt er den Bestand dort wieder auf? Ja, gut, soll er machen. Wie gesagt, es ist in unserem Heimatsystem ist ein reger Betrieb. Die fliegen hier munter untereinander herum. Ne? Das ist okay. Das Geld wächst. Ne? Also wir kriegen, obwohl wir eine negative Grundbilanz haben, kriegen wir durch unsere Privatwirtschaft, durch die Käufe, Verkäufe, Bauaufträge und so weiter, kriegen wir halt schon was. Haben wir Pistazien gefunden? Megalos-Nüsse. Das sind Pistazien, Freunde. Das sind Pistazien. Ich liebe Pistazien. 3% Kolonieentwicklung, plus 1% Bevölkerungswachstum. Ja, da kannst du echt sagen, das ist ordentlich. Respekt. Das ist echt ordentlich, was wir hier kriegen. Wie schaut es denn hier aus? Development 75%. 15% von Items, 18% von Ressourcen, 75% insgesamt Development. Das ist wichtig, die Development-Rate gibt, glaube ich, auch an, wie zufrieden die Leute hier sind, wenn sie sich entwickelt genug fühlen. Wir lieben es, auf unserem Hauptheimatplaneten zu leben, plus 10. Genau, es hat eine gute Entwicklung. Das ist nämlich wichtig, wenn du eine Kolonie gründest. Dann ist die erstmal unterentwickelt und dann musst du die erstmal entwickeln und das solange solltest du keine Steuern nehmen, sonst werden die nämlich richtig schnell richtig pissig. So. Ja, das gute Environment und so weiter. Tax, dass die Steuer zahlen müssen, ist natürlich negativ und die hohe Korruption reduziert die Glücklichkeit der Bewohner. Ja. Baut sich auch das Ghost-Fleet-System aus. Pyro, solange wir es noch nicht machen, da wird sich gar nichts ausbauen. Wir sind aber auch noch nicht da, weil unser Antrieb noch nicht hinreicht. Wir kommen, nur unsere Kampfschiffe kommen zwischen den Sternen hin und her, weil die nicht von uns sind. Die haben eine neuere Technologie, die haben nämlich stabile Warpfelder, an der Technologie sind wir erst dran. Wir brauchen noch ein Jahr, um die Exploration-Scanner zu machen und danach geht es noch ein bisschen weiter. Also wir brauchen noch ungefähr 2 Jahre, bevor wir überhaupt mit den Warpfeldern anfangen. Und außer wir kriegen vielleicht einen Durchbruch. Wie kann man Korruption besiegen? Mit Gebäuden. Also hauptsächlich kann man, wir haben jetzt aktuell noch keine, aber wenn ich jetzt hier unten gucke, dann kannst du Gebäude auf dem Planeten bauen. Nicht nur im Orbit, sondern du kannst auch wirklich Sachen auf dem Planeten bauen. Und da geht es dann so was um Regierungsgebäude, um allgemeine Gebäude, die halt für die öffentliche Verwaltung sind und dann reduziert sich die Korruption immer weiter. The ups and the downs, my heart will never stray.